Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Ja, wir möchten Ihnen heute wieder unser neues Politik-Spezialmagazin vorstellen und ich begrüße dich ganz herzlich, Felix. Helmut, ich grüße dich auch. Ja, Felix, Thema in der neuen Ausgabe ist einmal Tino Chrupalla und der Anschlag auf ihn. Mhm. Was gibt es denn da für neue Erkenntnisse? Also es ist so, viele Zuschauer werden sich ja zurückerinnern, es war der 4. Oktober, da hat Tino Chrupalla in Ingolstadt in Bayern einen Wahlkampfauftritt absolviert und musste dann von seinen Sicherheitsleuten von der Bühne quasi schon getragen werden. Und es steht hier eben der Verdacht im Raum, dass jemand ihn mit einer womöglich Giftspritze attackiert hat. Und das ist jetzt schon einige Monate her. Es gab bisher keine Aufklärung und das hat wohl auch einen Grund. Also wir stehen hier tatsächlich vor einem Justizskandal und eigentlich auch einem Medienskandal, weil so gut wie kein Medium bisher darüber berichtet hat, über die Ermittlungen, auch über das Versagen der Staatsanwaltschaft, das hier womöglich vorliegt. Ich möchte nur erwähnen, die Junge Freiheit hat tatsächlich einen Artikel dazu gebracht, aber nur in sehr komprimierter Form, leider. Also es ist ja sehr gut, dass sie es gebracht haben, aber ansonsten kein Medium in Deutschland. Und wir haben eben dieses Schreiben, das der Anwalt von Tino Chrupalla jetzt an die Generalstaatsanwaltschaft in München geschickt hat, also den Dienstherr der zuständigen Staatsanwaltschaft in Ingolstadt. Und also das ist ein Schreiben, das hat es wirklich in sich. Also wenn diese Vorwürfe stimmen, die eben Tino Chrupalla und sein Anwalt hier machen, dann ist es wirklich ein Justizskandal erster Güte. Haben wir den Brief abgedruckt im Heft? Also nicht direkt abgedruckt, also das sind natürlich Quellen, mit denen muss man sorgsam umgehen, aber als Leser erfährt man alle Informationen, worum es geht und auch inhaltlicher Natur. Und nochmal, ich will ja die Junge Freiheit ja eigentlich loben, dass sie darüber geschrieben haben, aber sie haben eben nicht im Detail geschrieben, was jetzt eigentlich die Vorwürfe sind. Und ich kann an dieser Stelle eben so viel sagen, es gibt sowohl im formellen Vorgehen der Staatsanwaltschaft erhebliche Mängel. Also ein Beispiel ist eben, dass der Anwalt von Tino Chrupalla sagt, der Staatsanwaltschaft habe ihm die Akteneinsicht verweigert, beziehungsweise erst Akteneinsicht gewährt, als die Ermittlungen schon abgeschlossen waren und auch ja, beendet wurden von der Staatsanwaltschaft. Das ist eigentlich ein klarer Verstoß gegen die Strafprozessordnung. Und auch in den inhaltlichen Ermittlungen gibt es sehr viele Indizien, möglicherweise auch Beweise, die von der Staatsanwaltschaft einfach ignoriert wurden. Ich nenne da nur mal als Beispiel ein Bildmaterial, was von einem Kamerateam des ZDFs dort an die Staatsanwaltschaft gegeben wurde. Also es war dann noch kurz in den Medien, dass also erst das Bildmaterial nicht vollständig war. Das ZDF hat nachgeliefert, aber laut dem Anwalt von Tino Chrupalla wurde es gar nicht von der Staatsanwaltschaft irgendwie zur Kenntnis genommen, obwohl möglicherweise die Tat auf diesem Videomaterial zu sehen ist. Es war also rausgeschnitten worden, die Tat, oder wie darf man das verstehen? Also es war wohl so mit diesem Videomaterial, es wurde erst vom ZDF einfach nur ein Teil geliefert, der aber nicht womöglich diese Tat zeigt. Es wurde dann nochmal nachgeliefert, aber quasi diese Nachlieferung wurde dann offenbar nicht mehr berücksichtigt in den Ermittlungen. Okay. Ja, man darf sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn jemand wie Robert Habeck angegriffen worden wäre oder Annalena Baerbock, was dann los gewesen wäre in Deutschland. Ja. Absolut. Und das ist ein Thema, wo ich, also warum ich das auch so wichtig finde, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man jetzt mit Herrn Chrupalla sympathisiert politisch oder mit der AfD, sondern es gibt einfach eine Tendenz in Deutschland, dass Staatsanwaltschaften immer stärker in die eine Richtung ermitteln, also der sogenannte Hass im Internet, da kommen ganz schnell Hausdurchsuchungen zustande, da wird ganz scharf und schnell ermittelt. Und ja, wenn es jetzt mal um einen Herrn Chrupalla geht, ich kann auch ein anderes Beispiel nennen, unser Kolumnist Niklas Lott, ist Never Forget Niki bekannt, hatte so einen Fall, also wo ihn jemand auf Twitter mit eigentlich einer Morddrohung, also einer relativ offenen Morddrohung, seinen Beitrag kommentiert hat. Und die Staatsanwaltschaft hat es sie konnte den Absender dieses Kommentars ermitteln, hat aber dann die Ermittlungen eingestellt mit der Begründung, das sei ja eine private Streitigkeit und es gebe hier kein öffentliches Interesse. Aber natürlich, wenn eine Frau Baerbock
hier kritisiert wird oder mal persifliert, dann ist es natürlich ein Staatsorgan. Oder man schreibt auf Twitter, Ricarda Lang ist nicht schlank. Oder so, genau. Und das ist ja dann ein Regierungsmitglied, möglicherweise eine Delegitimierung des Staates. Und da sind die Staatsanwaltschaften dann ganz scharf darauf eingestellt. Und das liegt aber auch speziell an Deutschland, weil die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Also sie unterstehen den Justizministerien. Und da kann man dann durchaus mal so Richtungen vorgeben. Also, und das ist natürlich ein großes Problem für unsere Demokratie, wie ja, man sich vorstellen kann. Das ist ein Skandal, weil mir ist kein anderes Land bekannt, wo es so gehandhabt wird. Ja. Ja, ja. Also in Frankreich ist es beispielsweise so, da dürfen Staatsanwälte gar nicht Mitglied einer Partei sein, beispielsweise. Ja, sie müssen sich sehr stark auf eine Neutralität verpflichten. Und ja, in Deutschland kann man mutmaßen, ich meine, im Einzelfall ist es natürlich sehr schwierig nachzuweisen, das ist auch wieder klar. Ja, man kann jetzt nicht sagen, gut, in diesem Fall ist es ganz klar, dass hier eine politische Weisung erfolgt ist, aber man kann durchaus Tendenzen beobachten und seine Rückschlüsse daraus ziehen. Okay, Felix, kommen wir zum Titelthema. Das ja. Titelthema ist ausgepresst. Ja. Ich vermute, es hängt mit dem Finanzamt zusammen. Exakt, exakt. Also ich denke, die meisten Bürger können sich damit identifizieren, zumindest der arbeitende Teil der Bevölkerung. Und natürlich ist der Titel etwas provokant gewählt, aber es spiegelt aus meiner Sicht ein grundsätzliches Problem wider. In Deutschland wird es eben immer schwieriger, finanziell unabhängig zu sein, auch Vermögen aufzubauen, weil von unten her drückt ja die Inflation. Also es wird alles immer teurer, die Mieten werden teurer, das Essen wird teurer, der Strom wird teurer. Und von oben her werden aber die Einkommen und die meisten Menschen sind ja, oder die meisten Berufstätigen sind ja Angestellte, da werden die Gehälter eben von oben abrasiert durch viel zu hohe Steuern und Sozialabgaben. Und so ist es einfach immer schwieriger, in Deutschland wirklich Vermögen aufzubauen. Und es geht ja auch um die private Altersvorsorge. Das können sich auch immer weniger leisten. Ne? Gerade aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Es ist ja halt ein Riesenunterschied, ob man früher für Strom und Gas 150 Euro im Monat bezahlt hat oder dann auf einmal auf 300, 400, 500 Euro hochschießt. Ja, ja, absolut. Und ja, unsere gesetzliche Rentenversicherung ist eigentlich ein Witz. Also meiner Meinung nach verdient es den Namen Versicherung gar nicht mehr, weil es faktisch eine Steuer ist. Also ich jetzt, sag ich mal, meine Generation, die Jüngeren, wir bezahlen einfach ein und wir wissen eigentlich ganz genau, es wird nicht mehr in der Höhe zurückkommen, weil jetzt, dass wir einzahlen, verbraucht werden. Und was viele auch gar nicht wissen in Deutschland ist, dass also alle Mittel, die in die Rentenversicherung reinfließen, rechtlich gesehen als öffentliches Vermögen gelten. Also tatsächlich kann die Regierung Gelder auch rausnehmen aus der Rentenversicherung und das für irgendwelche anderen Zwecke einsetzen als für die Rente. Das ist ja auch oft genug gemacht worden, ne? Genau, genau. Also von daher kann man von diesem System wirklich nicht mehr viel erwarten. Und da muss man eben sagen, Krankenversicherung, auch das nächste Thema, ja. Ab einer gewissen Gehaltsstufe, viele Selbstständige kennen das auch, die dann wirklich die vollen Beiträge zahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherungen. Es wird immer teurer, die Leistungen werden immer weniger und es ist im Endeffekt ein Umverteilungssystem. Also es geht dann auch natürlich viel an Menschen, die jetzt noch in Deutschland noch nie gearbeitet haben, sondern aber ihre Krankenversicherung natürlich bekommen. Ja, Felix, was sind die weiteren Themen im Heft? Also wir haben viele weitere Themen. Es ist auch wirklich wieder viel passiert in dem Monat. Ich möchte nur noch eins mal hervorheben, weil es wirklich eine große Sprengkraft hat. Und wir werden da auch, oder ja, du, ich, das ganze Team, wir werden da weiter dranbleiben, am Ball bleiben. Es geht nämlich um die sogenannten RKI-Files, also das Multipolar-Magazin, auch ein hervorragendes alternatives Medium, hat geklagt auf Herausgabe dieser Protokolle. Die sind zum Großteil geschwärzt rausgegeben worden. Also allein das Schreiben der Anwaltskanzlei des RKI sind 1000 Seiten, über 1000 Seiten, nur mit den Begründungen, warum so viel geschwärzt werden musste. Also es ist aber schon mal ein erster Schritt hin zur Aufklärung. Und was auf jeden Fall schon mal hervorgeht, Helmut, und das ist die wichtige Botschaft, in diesen Sitzungen des RKI
wurden sehr viele Argumente gebracht und auch sehr viele Themen und Thesen besprochen, die dann aber in der Öffentlichkeit als Querdenker-Thesen abgestempelt wurden oder als abseitig, als unwissenschaftlich und so weiter. Also beispielsweise, dass man die Wirksamkeit der Masken angezweifelt hat oder dass man eben gesagt hat, Kinder, Jugendliche haben eigentlich überhaupt kein Risiko, wirklich schwer an Corona zu erkranken und so weiter. All das wurde auch intern dort besprochen und das hat eine sehr große Sprengkraft. Ich habe jetzt interessanterweise ein Bild gesehen und zwar, da wird die Sitzung des RKI gezeigt vom 16.03.2020, wo dann auch der erste Lockdown beschlossen wurde. Mhm. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann fällt auf, dass die Teilnehmer selbst dicht an dicht sitzen, keine Maske aufhaben und sie das Ganze eigentlich überhaupt nicht schert. Das ist ja schon unglaublich, ne? Ja. Also sie sprechen über Lockdowns, über Abstand, über Masken tragen und sitzen selbst in einem kleinen Raum dicht an dicht und beschließen diese Maßnahmen. Ja, da muss ich auch an Herrn Shahin denken, den Gründer von BioNTech, als er gefragt wurde, ob er sich jetzt schon impfen lässt, hat er am Anfang gesagt, ja, jetzt erstmal nicht, also erstmal soll sich die Öffentlichkeit impfen, er kommt dann später und sein Team. Also was diese Leute wirklich gedacht haben und geglaubt haben, das ist ja eigentlich das Interessante. Und da sieht man dann auch, dass da wohl auch politische Agenten oder Befehle einfach dahinter stecken, diese Maßnahmen durchzuführen, auch gegen die Vernunft. Ja, und die Maßnahmen sind ja in fast jedem Land der Welt, also fast jedem Land der westlichen Welt, in Afrika ja weniger, aber sind ja parallel durchgesetzt worden. Also muss da doch eine globale Agenda hinterstecken, oder? Ja, natürlich. Also die Simulationen waren ja auch zentral, kommen aus den USA, Kapitalgeber, also natürlich, da wird einem immer Verschwörungstheorie unterstellt, aber es ist ja faktisch nachzulesen, dass Bill Gates beispielsweise schon Jahre zuvor in CureVac, also ein Medizin- oder ein Pharmaunternehmen aus Tübingen, die ganz am Anfang mitgearbeitet haben an den mRNA-Stoffen, dort investiert hat, auch in BioNTech sehr früh investiert hat, dann natürlich während der Impfkampagne wieder rausgegangen ist, also mit einem schönen Gewinn. Und natürlich, ja, sind wir in einem globalistischen System oder in einem globalen System, zumindest im Westen. Und dem einfachen Bürger werden dann oft die Entscheidungen erst so später verkauft. Aber so wirklich Einfluss hat man da natürlich nicht drauf als Normalsterblicher. Ja, Felix, ich freue mich sehr auf das neue Heft. Bin gespannt, wenn ich es in den Händen halte bzw. am Bildschirm anschauen darf. Ich danke dir ganz herzlich. Danke auch, Helmut, und freut mich immer wieder, mit dir hier im Studio zu sein. Und auch danke an die Zuschauer, dass sie uns die Treue halten und uns unterstützen. Ich danke Ihnen auch sehr. Wie gesagt, mit einem Abonnement unseres Magazins können Sie unsere Arbeit unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, Sie als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Und ja, wir verabschieden uns, wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis bald.